So, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Pupika. Willkommen bei Watch the Geek. Herzlich willkommen zum nachkommentierten Gameplay hier mal auf meinem Kanal. Mal nicht live hier, weil ich fand, das war eigentlich ein ganz gutes Gameplay. Ich habe zwar hier ein bisschen, sage ich jetzt mal, defensiv gespielt. Ich habe hier so ein bisschen oben abgegammelt hier auf Deck. Also nicht abgegammelt, aber ich habe halt patrouilliert, sagen wir es mal so. Und die Waffe war MP7 mit Schalldämpfer, Vordergriff und Millimeter-Scanner. Perks waren Leichtgewicht, flinke Hände und Gewandtheit. Und in Abschussserien hatte ich die Höllensturmrakete, einen Tarnheli und den Escort-Service. Die Escort-Drohne, wie sie heißt, ich weiß es jetzt nicht. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, mir geht es heute darum, dass ich ja jetzt gleich in wenigen Stunden in den Urlaub fliege. Ich fliege ja nach Abu Dhabi. Und ja, da wollte ich mich einfach nochmal ein bisschen zu Wort melden hier. Nicht, dass ihr denkt hier, oh, der Bubi, der geht einfach, ohne sich zu verabschieden. Manche wissen es vielleicht auch gar nicht, dass ich überhaupt in Urlaub fliege. Aber ja, jetzt weiß es auch der Rest, hoffe ich doch mal. Und ich werde das Video auf jeden Fall als Hauptvideo auf meinem Kanal lassen jetzt, die 10 Tage. Also ich bin jetzt, ich fliege heute. Heute ist der, lasst mich lügen, was ist denn heute? Oh Gott. Ich weiß nicht, was heute für ein Datum ist. Ich glaube, heute ist der 13. Ist heute der 13.? Ich glaube, heute ist der 13. Nee, warte mal. Doch, heute ist der 13. Genau. Und ich komme am 23. wieder. Genau, so ist es. Am 23.04. komme ich wieder. Und da kommt dann auch der Bandenburny her. Und dann geht es auch richtig los hier. Da habe ich dann noch 5 Tage Urlaub. Und dann kann ich ja da schön zocken, Freunde. Ich freue mich total auf Abu Dhabi. Es wird richtig geil, glaube ich. Ich habe vorhin nochmal in so einem Wasserpark, die haben ja da tausende Wasserparks, jetzt habe ich übrigens die Escort-Drohne, die haben ja da tausende Wasserparks und da ist so ein Drag Racing, da will ich unbedingt hin. Ich werde nach meinem Urlaub, werde ich so ein schönes Video zusammenschnippeln vom Urlaub, was auf jeden Fall hoffentlich ziemlich fett wird. Also mit dem Drag Racing, dann ist da noch eine Shooting Range, also Range heißt es, Shooting Range. Da kannst du so mit Sig Sauer und so schießen. Mal gucken, ob wir da hinfahren. Da habe ich eigentlich ziemlich Bock drauf. Ich meine, meine Freundin wird da vielleicht nicht so begeistert sein, aber ich habe da richtig Bock drauf, ne? Und ja, ich hoffe, es rockt halt dort. Ich glaube hier der Gronkh und der Sarrazar, die waren ja da auch. Das war total krass irgendwie. Ich gucke da so, hä, wo sind die in Abu Dhabi? Da fährst du da auch hin. Voll lustig irgendwie. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und das Gameplay ist jetzt auch gleich zu Ende. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich wiederkomme, mit dem Bandenburny auch mal einen Livestream machen. Das habe ich ja jetzt erst einmal gemacht mit War Z, glaube ich. Und ich glaube, einmal sogar Black Ops 2 war es, genau. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ich hoffe, ich habe auf jeden Fall ein paar Videos gemacht. Genau, das wollte ich noch sagen. Videos habe ich gemacht. Die sind schon in der Upload, also die sind schon abgeloadet, müssen bloß noch freigegeben. Also die werden automatisch dann freigegeben. Ich habe das so eingestellt, dass es funktioniert. Dann könnt ihr mir noch Fragen posten. Ich werde quasi ein FAQ-Video machen. Und ihr könnt mir Fragen stellen. Unter dieses Video könnt ihr mir Fragen stellen, welche Fragen ihr mir schon immer stellen wolltet. Was ist ich? So, und dann werde ich die nach meinem Urlaub beantworten. Per Video natürlich. Quasi ein FAQ-Video, wie ihr es auch zum Beispiel von Born kennt halt. Und ja, dann passt das alles. Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt, Freunde. Und ja, das war es jetzt erstmal von mir. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Zeit hier und ja, wir sehen uns am 23. wieder und ich sage mal, Rinja hauen, euer Puppi-Bra!